Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Monster Hunter World. Ja, wir sind letzte Folge mit der Eisengewehrlanze unterwegs gewesen. Und werden jetzt uns die nächste Waffe zum Gemüte nehmen, nämlich die Proto-Eisenaxt 1. 2, 3, 4, warte mal, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ah, ein bisschen haben wir noch. So, die Proto-Eisenaxt. Diese Waffe ist eine Axt mit großer Reichweite, sowie ein mächtiges Schwert. Jupp. Genau das. Ich bin gerade am... Ach nee, das war die andere, das war die Kommissionsding. Okay. So, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen wegtun. So, Ermüdung, Genesung, bla 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 bla. Okay. Ich könnte ein bisschen was herstellen nebenbei. Fiel mir gerade so mal auf. Rauchbomben. Ich glaube, wir fangen mal hier vorne an. Mit ein paar Kräutern. Mann, mega trinken. Ein paar Gegengiften. Ein bisschen Giftpulver. Verbessert deine und erfüllt dich mit, naja, Dämonenkraft. Okay. Teleporter. Schießpulver. Einfach, dass ich hier ein bisschen Dummkapseln, bisschen was halt hab, ne? Bisschen was aufgefüllt hab. Ach du Scheiße. So. 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 Man weiß ja nie, was und wann man es braucht. Vor allen Dingen, die ganze Scheiße nimmt eigentlich hauptsächlich nur Platz weg. Deswegen. So, 15 Tränke behalten wir natürlich. Dämonenmittel. So. Okay. Für so haben wir gleich mal ein bisschen Platz geschaffen. So. Objekte verkaufen natürlich. Ja, sorry, ich muss das gerade mal machen, weil sonst... reichen von allen. Okay. Okay. So, jetzt kann es losgehen. Sorry, aber es musste sein. Es musste halt sein. So, dafür machen wir heute aber auch eine nette Quest, finde ich. Also keine Sammelaktion, sondern wirklich eine Quest an der Questtafel. Und zwar schauen wir mal, hier haben wir nur noch den Schnapper, den will ich nicht machen. Die will ich auch nicht machen, das ist nämlich storybedingt.
Erjage ein Kuduyaku. Alles. Ne, groß, ja krass, groß, ja krass. Hm. Ach komm. Wir machen mal hier uns heute mal um Kuduyaku kümmern. Im nördlichen Dings. Und ja, wir nehmen heute wieder einen Gutschein, weil wir durch die Anmeldung ja wieder ein paar bekommen haben. Durch den Anmeldebonus. So. Da, 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 da. Einmal zur Kantine, bitte. Vielleicht kann ich schnell noch was schnabulieren. Mit Gutschein bezahlen. Ich habe ja noch 3. Mahlzeit wählen. Angriff hoch. Verteidigung hoch. Komm, hier. Schnell noch. Dis, ne? Angriff. Ausdauer und Gesundheit sind gestiegen. Das ist doch schön. Das ist schön. Wunderschön. Sorry, aber es muss sein. So. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja mal sehr gespannt. So. Dann mal schauen. Okay. Nein, du sollst dich nicht ducken. Du sollst hier rangehen. Ja, die zwei nehme ich gerne mit. Und dann... Ach, scheiße. Muss ich schon wieder auf Suche gehen. Warte mal, der war doch auch immer hier irgendwo mit durchgestreift. Federn. Da haben wir doch schon diese Federn von Kuduyaku. Das... Da ist er doch schon. Die Morph-Axt hat 2 Formen. Axt und Schwert. Schwertangriffe können mit Fiolenenergie verstärkt werden. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Alter. Uncool. Uncool. Mein Freund. Und cool. Na komm. Ach man. Mann. Ja du. Hinterher. Hinterher. Hinterher, hinterher, hinterher. Da hinten läuft er. Der Kuduyaku. Hep. Genau. Genau das. Zack. Na komm schon. Zack, zack. Zack. Oh Mann, komm schon.
Nix da. Mein Freund. Ach Gott, komm schon. Okay. Er will wieder fliehen. Komm, 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 komm. Hinterher. Ist nicht mein Freund. Ist nicht. Na komm. Zack. 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 Er hat schon gebrochene Teile. Das ist schon mal sehr hilfreich. Sicht ist echt geil. Oh, Exo reitet mal wieder eine Runde. Schnell hinterher. Sie immer hier hinter durchbrechen müssen, ne? Das ist schon heftig. Na komm. Ach, komm schon. Oh. Komm, 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 komm. Er flieht schon wieder. Die Drecksau. Sie flieht. Na komm. Zack,
zack. Ja, zack, zack. Zack, zack, zack. Na komm. Du musst doch mal langsam hier. Ja. Geht doch. Einmal ins Hauptquartier zurück. So. Schönen Kuluyaku erstmal. Ne? Ausnehmen. Und noch ein paar Knochen auf und die hier liegen. Ja. Das ist so der Einsatz von diesem, ich sag mal, Klingenschwert, Axt, Gedöns. Ne? Fuck. Ja, Axel. Quest erfüllt. Würde ich sagen. Oh, ein schönes Bild. Richtiges Flammschwert hier. Zack. Und durch den Gutschein nochmal das Doppelte bekommen. Neuer Rekord von der Größe her. Vom Kuluyaku, das ist cool. Große Krone. Erhalte deine erste große Krone im Jagdprotokoll. Achso, große Krone wegen größtes Viech. Cool. Finde ich ja mal nice. Das Spiel gefällt mir. Muss ich zugeben. Das Spiel ist sehr, sehr nice. Hocke und Tarnung. Ja, das kennen wir ja alles schon. Da, 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 da. Oh, ich habe voll den Ohrwurm gerade. So, die Quest müssen wir meines Wissens nach nicht abgeben. Aber wir, also, wurde automatisch abgegeben. Aber wir können ja mal gucken, was wir aus der Waffe noch machen könnten. So, ab zur Schmiede. Auf und davon. So. Ja, ich weiß. So, wir können aus dem Proto-Eisen, aus der Proto-Eisen-Axt 1 können wir natürlich Proto-Eisen-Axt 2 machen. Daraus können wir dann eine Proto-Eisen-Axt 3 machen oder eine Yakras-Axt 1. Die Yakras-Axt 1 könnte ich sogar herstellen, sehe ich gerade. Aus der Yakras Axt 1, die könnte man noch mal verbessern. Proto-Eisen-Axt 3 kann man einmal verbessern und einmal in eine andere. Also sozusagen in zwei weitere entwickeln. Oder man baut sich gleich eine Knochen-Axt 1, die man in eine Knochen-Axt 2 baut. Die kann man entweder in eine Knochen-Axt 3 bauen, in eine verrückte Axt 1 oder in eine Panzer-Axt 1. Die Panzer-Axt 1 kann man wieder in zwei verschiedene umbauen. Die verrückte Axt ebenfalls in zwei verschiedene. Und die Knochen-Axt 3 kann man einmal weiterentwickeln, sage ich jetzt mal. Ja, so erstmal der Stand der Dinge. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. So, ja, ich habe ja im Grunde nichts gesammelt. Kann ich irgendwas herstellen? Genesung, aber die Tränke wollte ich eigentlich behalten. Ansonsten, hier habe ich extrem viel, ne? Wenn man mal bedenkt. Wespenflügel und sowas. Goldei. Aus funkelndem ein Wertgegenstand. Achso, die Eier, stimmt. Die Eier, die waren nur zum Verkaufen, meines Wissens nach. Da. Dann können wir ja gleich alle mal
alle mal verkaufen. Zack. Dass wir ein bisschen, ne? Kohle hier auf dem Tisch haben. Gutscheine, ja, okay. Gott. So, aber das war's erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Folge wieder ein. Über jeden Kommentar würde ich mich natürlich freuen. Tipps sind jederzeit in jedem Projekt willkommen. Es sei denn, es sind Spoiler natürlich. Spoiler sind nicht gewollt. Zudem würde ich mich freuen über ein Like. Also sprich, ist der Daumen oben, wird man euch loben. Und natürlich auch über jeden neuen Abonnenten freue ich mich. Aber ihr wisst, ihr könnt, ihr müsst nicht. Also tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Jäger Livoskisan.